Hallo zu einem neuen Video bei Marius Fliegendose. 16. Dezember, Endspurt bis Weihnachten kann ich nur sagen. Wir haben noch 8 Tage. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist, herzlich willkommen bei Marius Fliegendose. Abonniere schnell den Kanal, damit du keine Videos verpasst, die in Zukunft kommen. Und falls du wieder reinschaust und schon mehrere Videos geschaut hast, schön, dass du wieder da bist, freut mich ganz besonders. Heute binde ich mit euch einen Jig. Und zwar diesen hier. Ihr kennt es sicherlich, wenn ihr in den alpinen Bächen, Flüssen irgendwie mal unterwegs wart. Dort ist kristallklares Wasser, meist sehr heller, steiniger Boden, Kiesboden, steiniger Boden. Und wenn ihr einen Stein umdreht, habt ihr ganz, ganz helle Steinklammerer-Nymphen, die in der schnellen Strömung dort leben. Und dieses Muster hier soll genau so etwas imitieren. Ich mache die Fliege dafür nur nicht extra flach oder so. Der Aufwand ist einfach viel zu groß, lohnt sich meistens nicht, da die Fische in dem schnellen Wasser eh nicht so die Zeit haben, sich die anzugucken. Aber die Größe und die Farbe sollte doch ungefähr stimmen und die Form passt auch einigermaßen nachher. So, eingespannt habe ich hier einen Gamakatsu Jig Nymph Größe 10. Also die können ruhig ein bisschen größer sein. 10 und 12 ist eine gute Größe. Und dann habe ich hier einen UTC 140er Faden. Und das Lustige ist, das hier war ein Flu Shell Pink. Der hat nur am Fenster gelegen, irgendwie ein halbes Jahr lang. Ist krass, wie sich die Farben unter UV-Einstrahlung verändern und wie dann doch Farben auch aus Sachen rausgehen. Also alles, was irgendwie mit Farben und Kunststoff und so zu tun hat, das kennt ihr sicherlich. Aber der passt hier gut in die Farbe rein. Also ich würde hier einen Cream oder einen Gelben nehmen. Hellgelb oder Cream würde sehr gut passen. So, fange ich mal mit dem Faden an. Ach so, hier drauf ist noch eine Slotted Tungsten Bead in 3,8 mm müsste das sein oder 3,5. Die lag noch mit in der Hakenpackung drin, deswegen weiß ich es gerade nicht ganz genau. Aber die müsst ihr halt passend zur Fließgeschwindigkeit aussuchen, dass ihr mit der Fliege auf jeden Fall irgendwie am Grund landet und nicht in der Strömung einfach davon treibt. So, als Schwänzchen nehme ich Coq de Leon, ein paar Fibern aus einer Feder heraus. Da auch gucken, dass es nicht zu dunkler Coq de Leon ist, sondern die Grundfarbe ein bisschen heller ist. Light Pardo ist da zum Beispiel eine gute Variante. Oder Ginger Pardo. So, und dann binde ich die Fibern hier ein und schneide den Rest einfach ab. Jetzt forme ich mir hier so ein bisschen einen konischen Körper mit dem Faden. Sprich hier hinter der Perle ein bisschen dicker als hinten. Und so kann ich der Fliege so ein bisschen eine Form vorgeben. Drehe den nochmal auf, dass der flach aufliegt. Aber so ganz, wie gesagt, bekommt man die Form nicht hin, es sei denn, man betreibt da wirklich einen Aufwand mit irgendwelchen Mitteln, um diese Körper wirklich flach und dreieckig hinzubekommen. Das ist nicht ganz so einfach. So, jetzt nehme ich einen Magic Quill in Medium. Die hatte ich in einem der letzten Videos auch schon gezeigt. Hier kann man sie jetzt wiederverwenden und ich habe hier auf der Rückseite, oh Wunder, noch einen Rest kleben von einer Fliege, wo ich den kleinen Teil des Quills benutzt habe. Also nur nochmal zur Veranschauung, die Quills haben hier so eine Länge von, was sind das, 12 cm vielleicht. Und die sind auf der einen Seite dünner und auf der anderen Seite dicker. Und wenn ihr jetzt für eine kleine Fliege den dünnen Teil schon verwendet habt, so wie ich, und klebt euch den Rest hier auf die Rückseite, könnt ihr den dickeren Teil noch für eine größere Fliege verwenden. Also ziehe ich mir das hier hinten wieder ab. So, und dieser Quill, wenn ihr mal schaut, der ist auf der einen Seite, hat er eine dunkle Seite und dann die klare Seite. Und so bekomme ich eine schöne Bänderung hin, wenn ich den Magic Quill um den Haken oder sprich hier um die Fliege wickel. So, und den binde ich hier ganz hinten ein, mit der dunklen Seite nach hinten. So.
Und jetzt den wickele ich jetzt hier einfach mit den Fingern. Da kann man ordentlich ziehen. Das macht denen nichts aus. Die reißen nicht so schnell durch. Und mache hier meine erste Wicklung. Zweite Wicklung. Und hier jetzt bei den Fliegen ist es wirklich wichtig, dass ihr einen hellen Unterkörper mit dem Faden macht, weil sonst einfach die Fliege viel zu dunkel wird. Generell, wenn ihr diese Quills wickelt, könnt ihr eher immer ein bisschen heller unten drunter wickeln als zu dunkel, denn durch die Bänderung wird die Fliege insgesamt dann nochmal dunkler. So, den Rest habe ich abgeschnitten. Mal schauen. Ja, ist nicht 100% gleichmäßig, aber das wird der Fisch nicht erkennen. Und jetzt, um dieses Ganze zu sichern oder vielmehr noch ein bisschen gleichmäßiger zu machen, ich glaube, dass es zum Fischen nicht sein muss, aber ich habe diese Magic Quills noch nicht so lange und ich habe es noch nicht wirklich so ausprobieren können. Deswegen überziehe ich die jetzt immer noch mal mit einem dünnflüssigen UV-Kleber. Hier Backbond Light. Mache ich ein bisschen drauf. Also eigentlich, so wie man an denen ziehen kann, dürfte nichts passieren. Man müsste die eigentlich so benutzen können, ohne sie zu überziehen. Also es würde mich doch schwer wundern, wenn ich da wirklich einen Überzug brauche. Andererseits sieht es aber auch sehr gut aus, wenn man sie überzogen hat. Von daher schadet es ja nicht. So, dann kurz die Lampe an. Und hier sieht man jetzt witzigerweise, dass der Faden aufleuchtet. Seht ihr das? Und das ist von dem Flu Shell Pink halt ganz wunderbar zu sehen, dass das ein fluoreszierender Faden ist. So, das reicht schon. Jetzt habe ich hier als Dubbing etwas SLF Scribble Dubbing in Bleached. Davon nehme ich jetzt ganz wenig. Spinne es hier an. So. Und dann drehe ich mir die Fliege um. Weil so wird sie nachher auch im Wasser schwimmen. Durch den Jig-Haken und diese Slotted Bead wird auf jeden Fall die Fliege sich drehen und so rum im Wasser schwimmen. Und daher muss ich nämlich jetzt den nächsten Schritt so ein bisschen bedenken. Ich habe hier noch eine braun gesprenkelte Rebhuhnfeder. Und hier ziehe ich jetzt den Fluff so ein bisschen weg, so, dass die so aussieht. Und dann nehme ich mir ein paar Fibern, streiche die nach hinten, sodass die kurzen Fibern hier in der Spitze da nach vorne stehen, die schneide ich weg. Und jetzt, man hätte die auch einbinden können und wickeln, aber das mache ich in diesem Fall gar nicht, sondern ich streife die einfach wieder zurück. So. Und dann nehme ich die und lege die hier oben drauf und binde mir die Fibern einfach nach hinten weg. So. Hoffentlich bin ich jetzt nicht aus dem Fokus. Ich habe gerade ein bisschen am Bindestock gewackelt hier. Dann nehme ich mir meine Spleißnadel, mache mir den Faden ganz kurz auf, nehme noch etwas von dem Dubbing. Das hier in den Faden rein. So, lass den Bobbin kurz rotieren und mach dann hier hinter der Perle und vor den Beinen noch etwas Dubbing davor. Ja, das reicht mir aus. Nur darum, die so ein bisschen fluffiger und ein bisschen lebendiger zu machen und den Abschluss dorthin zu bekommen. Also bei den Fliegen hier müsst ihr
nicht so ganz genau sein, weil wie gesagt, ihr fischt die in wirklich schnell im Wasser, denn dort leben diese Insekten. Und da haben die Fische eh keine Zeit, sich das ganze Ding so hundertprozentig anzuschauen. So, und jetzt noch ein bisschen Lack hier drauf. Und fertig ist dieser kleine Steinklammerer-Jig. So ein bisschen die Form haben wir. Hinten das Schwänzchen, dieses auffällige, und dann diese dolle Bänderung und dieses dreieckige, so ein bisschen ist das ja da. Ich denke, das wird ganz gut passen und wird auf jeden Fall gute Fische bringen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbinden. Macht wie immer einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen schönen Tag noch und macht es gut. Euer Mario.